Wir legen uns jetzt einmal einen neuen Kunden an, hier über plus neuer Kunde. Und in unserem Fall legen wir jetzt einen klassischen Kunden an, also eine Kundengalerie mit nur einem einzigen Kennwort. Wenn Sie sich dafür interessieren, Kindergärten und Schulen oder andere Veranstaltungen mit individuellen Zugangskarten für die einzelnen Personen zu fotografieren, dann können Sie sich auch den dazu entsprechenden Kurs anschauen. Wir legen jetzt eine ganz klassische Porträtgalerie an. Dazu geben wir erst einmal den Kundennamen an. Danach können Sie bestimmen, ob es eine kennwortgeschützte Galerie sein soll oder eine öffentliche Galerie, also so, dass jeder sich einfach ohne Zugangskennwort diese Galerie anschauen könnte. Darunter finden Sie dann immer schon ein von unserem System vorgegebenes Kennwort. Sie können auch ein neues zufälliges Kennwort setzen oder auch selbst ein Kennwort vergeben. Wichtig ist nur, dass Sie das gleiche Kennwort immer nur ein einziges Mal vergeben können. Darunter wählen Sie dann die Preisgruppe. Wenn Sie nicht wissen, was mit einer Preisgruppe gemeint ist, dann schauen Sie sich das entsprechende Video dazu an. Darunter stellen Sie dann die Sichtbarkeit ein, also soll der Kunde direkt auf aktiv stehen, so dass er sich schon in die Galerie einloggen könnte, wenn er sein Kennwort schon hat. Soll der Kunde erst auf wird vorbereitet stehen, dann könnte sich der Kunde selbst noch nicht einloggen, aber Sie könnten sich die Galerie schon aus Kundenperspektive anschauen. Oder soll der Kunde komplett gesperrt sein? Wir wählen jetzt einfach direkt aktiv und darunter könnten Sie auch schon den Namen des ersten Albums eintragen. Und danach gehen wir auf Speichern und Fotos hochladen. Und die Einstellungen, die wir gerade vorgenommen haben, finden Sie dann im Kunden immer unter dem Reiter Kundendaten.